Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und heute bin ich nicht alleine, der Johannes ist auch da. Ja, das bin sehen, ich. Hier. Ich leuchte mal kurz an. Und zwar zocken wir heute mal ein etwas anderes Spiel. Oder ich zocke. Stell dich mal bitte kurz vor der Tür, ich will mal was zeigen. Vor der Tür, vor welcher Tür? Na, diese vernagelte. Okay, wir haben... Okay, was ist denn? Was? Fang das Teil. Alter. Ich will das nicht gegen den Kopf bekommen. Nee, jedenfalls haben wir Friendly Fire an. Weiß ich nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Na, jedenfalls ist es halt, ja. Ihr könnt euch jetzt bestimmt schon denken, Taschenlampe, dunkle... Ah, hier ein Beil. Ihr könnt euch jetzt bestimmt schon denken, Waffen. Ja, ist bestimmt wieder ein Zombie-Game. Und ja, Tatsache, es ist ein Zombie-Game. Und zwar ist es No More Room in Hell. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist total geil. Es war mal ein Mod für Half-Life. Was war denn das? Und ja, wir haben einfach gedacht, ja, zocken wir das einfach mal. Mit dem Johannes, habe ich mir gedacht, so und... Ja, für euch, alle, die dieses Spiel geil finden, es ist ein Free-to-Play auf Steam. Also ihr könnt es euch komplett kostenlos und legal auf Steam runterladen. Gerade so leise. Ich bin so leise? Ja, ich höre dich kaum. So, ein bisschen besser? Ja, jetzt ist besser. Warte mal, und wir gucken mal kurz, ich bin hier auch noch mit... Wir haben schon ein bisschen gezockt und wir sehen hier auch schon die ersten Zombies. Und ja... Ich habe schon einen Sniper gefunden. Das Spiel ist sowas von schwer, wir haben schon so oft gezockt und probiert, aber... Das ist meine. Ja, aber... Ja, wir müssen ins Kino. Wir haben halt schon sehr oft gezockt, aber wir haben noch nicht eine Map geschafft. Ja, und ja. Nächstes Mal in der nächsten Folge sind wir zu dritt. Der andere hat jetzt gerade keine Zeit. Und... Ich bin gerade auf den Tisch gesprungen irgendwie. Ja, okay. Jedenfalls, wie der Johannes schon erzählt hat, es ist kostenlos, das Spiel, free to play. Könnt ihr euch auf Steam runterladen, hat 3,8 GB, glaub. Und dauert nicht lange, so kommt drauf an, auf die Internetverbindung und ja, 15 bis 20 Minuten oder 15 bis 30 Minuten so im Dreh und dann könnt ihr auch schon loszocken und es ist wirklich cool und ich würde sagen, wir fangen auch an. Und es ist wirklich legal, ja, keine Angst. Braucht nicht denken, dass es illegal ist, ist aber halt nur Mehrspieler spielt. Aber ich habe es auch probiert, man kann es auch offline zocken, aber dann ist man alleine. Und wenn ihr vielleicht mitzocken wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, denn wir könnten noch Leute gebrauchen, denn das Spiel wird noch sowas von schwer. Wir werden bestimmt schon gleich am Anfang wieder mal verrecken, wie immer. Aber wir haben uns ja einen Plan gemacht. Hoffe ich doch, ne? Ja. Den werden wir ja mal besprechen. Und ich würde sagen, hast du Stoppuhr? Ja, ich habe Stoppuhr. Okay, wie lange nehmen wir schon auf? 2 Minuten, jetzt okay. Sind es 3. Wir machen 15 Minuten Aufnahme, ne? Okay, 15 Minuten. Also, mein Plan. Ich lock die Beißer zu mir, also nicht, dass ihr euch wundert, dass wir Beißer sagen, wir sind so Walking Dead Fans. Yep. Also ich lock die Beißer an, du gehst hinten aus der Seitentür raus, rennst rum, wir müssen ins Kino. Du öffnest die Kinotüren, rennst ein Stück zurück, lockst vielleicht noch ein paar Zombies raus aus dem Kino oder ich snipe die von hier oben weg. Danach gehst du rein, schließt die Kühne-Türen und versuchst schon ein paar Zombies wegzuschlagen. Ich komm nach. Jop. Und eins werde ich noch sagen, ihr werdet noch viele, viele, viele Zombie-Games auf meinem Kanal sehen, denn ich bin halt mit den Johannes ein sehr großer The Walking Dead-Fan und generell Zombie-Fan, so. Zocken viele Zombie-Spiele gemeinsam und ja, es sei denn, das sind Spiele, die man nur im Einzelspieler zocken kann, da... Wie zum Beispiel The Walking Dead Survival Instinct. Es soll ja nicht so gut sein, eigentlich, das Spiel wird erzählt. Aber wir haben es gezockt. Wir haben auch mal ein LPT gemacht. Aber wir fanden es hammergeil. Das Spiel, nicht das LPT. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann mal langsam an. Weil die Aufnahme zieht sich und die Zombies werden unruhig. Ja, ne, würde ich auch mal sagen. Jedenfalls das LPT, das ist auf einem anderen Kanal. Aber du sagst Bescheid, weil ich raus kann, ne? Jo, ich sag Bescheid. Ja, du hättest ja eigentlich schon mal die ganze Zeit schon anfangen können zu schießen. Aber ich weiß nicht, ob wir pro Folge, also pro Map eine Folge machen oder ob wir halt ein paar mehr Folgen machen von einer Map. Ja, müssen wir sehen. Ja, also so wie wir uns kennen, wir schaffen so eine Map ja nicht in eine Folge durch, weil wir so oft abrecken. Erstens das und zweitens dauert, obwohl so eine Map dauert auch schon eine halbe Stunde oder so. Aber wenn wir mal die Chance haben, um die Aufnahme zu beenden, wenn wir safe sind, dann machen wir das auch, wenn die Zeit dran ist. Und wie läuft's bei dir da oben?
Ganz gut, einer noch, dann. Mann, jetzt muss ich nachladen, genau in dem Moment, wo ich voll sein Schädel im Visier hatte. Ja, das Spiel ist auch sehr realistisch. Wirklich. Man kann ja auch so nur durch. Raus, raus. Ist frei bei dir alles. Wo ja die Muni noch, die beim Krankenwagen liegt, ist alles frei. Okay. Ach, ich muss ja im Kino. Zack. Ja, und jetzt? Die Tür aufmachen. Kommt. Ein Kind folgt dir. What? Bam. Zack, tot ist das Vieh. Und ja, das Spiel ist wirklich hammergeil. Mach alle Türen auf und geh wieder ein Stück zurück. Ah, dann wird es schwieriger für uns hier wieder. Ja, wir können die Türen ja wieder zumachen. Nachher lock sie raus und dann. Die laufen gerade bei mir so abgehakt, so. Ja. Ich weiß nicht, ja, ob das jetzt an der Aufnahme liegt. Hier bleiben. So, es ist eigentlich ganz gut. Aber die Zombies, die spawnen ja wieder da drinnen, aber. Ich habe noch ein Magazin für die Sniper. Also, das muss man auch sagen. Die Munition ist sehr, sehr rar gesät. Ja, wir haben 4 Schuss Leuchtsignale, haben wir gar nicht. Und 8 Schuss für die 9mm noch. Okay, für 9mm haben wir die Colt hier und die nehme ich jetzt mal kurz. Dann habe ich hier so einen Quick Slot gemacht und. Boah. So. Wie sieht es für ein Kino aus? Geh mal ins Kino jetzt rein. Oder bist schon drin? Nein, ich bin hier. Ich warte auf dich. Alleine ja, schaffe ich das nicht. Geh ins Kino rein und mach die Türen vielleicht zu. Da sind noch welche drinne. Ja, ich weiß. Die müssen doch wohl hinkriegen, oder nicht? Keine Ahnung. Jetzt muss mir Deckung geben. Ich komme jetzt nämlich runter. Nein, ein Runner verfolgt mich. Nein. Hau ab. Boah. Nein. Ich bin gleich down. Hier schon wieder ein Runner. Nein, schon wieder ein Runner. Alter. Komm, zieh dich. Nein, nicht schießen. Du lockst sie alle zum Kino. Mann, warum treffe ich den nicht? Johannes, ich bin gleich down, ich bin infiziert, Mann. Du hast ja alles im Kino gelockt, ich komm nicht rein. Ich bin down, Alter. Ja, okay, das war eine scheiß Idee, ne? Aber ja, ihr seht, wir stehen wieder auf, aber irgendwie ist alles gerade so verbuggt, irgendwie so hakt alles. Okay, der Johannes, der rennt hier hinten. Ah, das ist zu. Ja, ich weiß, ich versuche die von der Kinotür wegzulocken, bis ich reinkomme. Du hast 85% deines Lebens. Und ja, ihr habt gesehen, wie schnell man stirbt, also es ist sehr schwer, das Spiel. Und deswegen würden wir uns freuen über Mitspieler, denn es ist wirklich extrem schwer, das Spiel. Wir sind gerade mal 100 Meter weit gekommen und jetzt lauf an dem vorbei einfach. Ich sehe da von einer Seite einkommen. Oder? Ja doch, da kam einer von der Seite. Guck so mal ein bisschen. Kinotüren hast alle zu, ne? Ja, eines glaubt noch. Ne, die sind zu alle. Da aber bist ich stehe da noch, ich renne auch rum, pass auf. Nein! Hau den lieber erst weg. Du hast über 55%. 25. Mach Tür zu. Achso, ist. Okay, warte, ich schwebe mal kurz voraus, um dir ein bisschen zu. Ich verblute. Ach man, okay, da kommt eine Horde auf dich zu, so eine kleine Horde von Beißern, aber ich will jetzt auch noch nicht alles zeigen, ne? Mach's doch ruhig. Naja, es war halt ein kleines, sagen wir mal, wir haben euch erstmal gezeigt, wie es so ist, ne? Beim nächsten Versuch geht's dann los, richtig, das war nur eine Probe, ne, Johannes? Ja. Das ist alles geplant, ne, war unser Plan. Ich bin tot. Versuchen wir es noch einmal, ne? Ja, was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Wie lange nehmen wir schon auf? 10 Minuten, noch nicht mal. Na okay, dann schaffen wir noch einen Durchgang und diesmal aber besser, der Plan. Soll ich mal snipen? Können wir machen. Du darfst, wenn du im Kino bist, nicht schießen. Ja, du keine Wahl, da kam Runner und sowas alles. Okay. Hier, das Beil, das ist wirklich gut, finde ich. Und... Ja, ich guck mal kurz. Da hinten lag noch immer eine Handwaffe, die nehme ich mir noch. So, okay, du hast die Feueraxt, ne? Ja. Ich gehe hoch, dann könnt ihr auch mal sehen, wie es so ist, mit den Sniper zu schießen.
hier liegt noch Munition, stimmt. Ich sag dir dann, wo du rein musst, ne? Ich hoffe, der Seitengang. Ich auch. Und? Ja, Seitengang. Ja. Boah, sag mir, wenn ich raus kann, ja? Jetzt muss der Johannes da hinten hin, wo einer steht. Okay, ich guck mal kurz. Ich bin nicht so guter Schütze hier gerade. Also. Okay, der ist weg. Okay, der nicht. Ich lock die erstmal ein bisschen hier alle her. So, ich darf nicht runterfallen, ansonsten bin ich weg. Ja, okay, der war scheiße, der Schuss. Wie viel sind bei mir vor der Tür? Zwei gerade. Ich warte. So, jetzt ist einer noch, ne? Vor der Tür gar keiner mehr. Bei dir. Ja, gar so, keiner mehr. Hier unten ist die Tür. Sorry, ich dachte, die wäre da hinten. Warte. Ah, nein, ich muss nachladen. Alter, ist doch gar keiner mehr. Stehen da fünf Mann. Okay, 10 sind da. 10 schon halt noch. Nein, Mann, jetzt hat die sich da vorgebeugt, die Alte. So, jetzt könnte es eigentlich los, raus. Warte. Nein, da kommt noch einer. Aber mach. Ach, da steht ja noch einer. Du kannst los. Da kommt ja noch einer. Pillen. So. Ja, den treffe ich natürlich wieder nicht. Wo bist du denn? Ich bin mit dem anderen Tor. Okay, die Munition liegt noch da. Ja, ich weiß, aber... Ach Mann, ich muss wieder nachladen. Es war gerade kein Rankommen. Ja, ist nicht schlimm. Ich probiere jetzt hier gleich, warte. Da ist ein Wanna. Mann, wie ich die hasse. Ah ne, Kind ist das. So, ja, hier gibt es auch kleine Kinder. Es tut mir leid, aber ich hatte keine Wahl. Und das ist wirklich geiles Spiel. Ich weiß bloß nicht, warum die heute so abgehakt laufen, die... Blöd weiter hier, aber es ist schon ein geiles Spiel für Free-to-Play, bloß es ist übertrieben schwer gemacht, aber es ist halt realistisch. Okay, jetzt. Ich glaube, das war mein letzter Schuss, ne? Ja. Da, ne? Ich halte mich ein bisschen versteckt, damit sie mich nicht sehen, ne? Ja. Damit sie nicht hier angeschissen kommen. Sag mir Bescheid, wenn du draußen bist. Ja, dann komm jetzt, warte. Mach schneller mal einen Quickslot. Und dann gucken wir mal, ne? Johannes, wie weit wir diesmal kommen? Diesmal nehmen wir ja den Seitengang. Ja, der ist leichter. Um einiges. Nein. Ich hab die Munition. Ich komme. Mach auf die Scheiße. Ich bin gleich da. Ist offen. Hä, warum läuft der gerade so abgehackt bei mir? Der läuft richtig langsam. So, okay, dann haben wir es schon mal einmal geschafft. Wie lange nehmen wir auf? 13 Minuten. Dann machen wir hier eine Aufnahmepause erstmal, ne? Können wir machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann gehen wir hier rein. Wir sind schon sehr weit gekommen. Wir haben bestimmt schon 100 Meter oder so geschafft und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen.